Hallo, ich bin die Inge, ich bin 56 Jahre alt und habe eine Knietotalendoprothesenoperation hinter mir, kurz TEP genannt. Die Reha-Phase war ein bisschen langfristiger bei mir, also es hat sich nicht viel getan in Abbiegen des Knies, bis dass ich zu meiner Therapeutin, der Frau Lent, gekommen bin, worüber ich sehr dankbar bin. Die hat sowohl mit ihrer allgemeinen Physiotherapie als auch mit dem Angebot von diesem Reflex-Gerät mir wirklich sehr viel weitergeholfen. Warum hat mir das Reflex-Gerät so geholfen? Ich gehöre zu denen, die diese Übungen, die sie mir wahrscheinlich als Hausübung aufgegeben hätte, zwar gesagt hätte, dass ich sie gemacht habe, aber ich hätte sie nicht wirklich und wahrscheinlich nicht so exakt ausgeführt, als sie dieses Gerät von einem verlangt. Denn mit diesem Gerät muss man die Übungen genau ausführen, also man hat eine Vorgabe und man weiß, ob man das Knie zum Beispiel zu viel oder zu wenig abgebogen hat oder ob man sich anderweitig nicht so gut bewegt, dass es dem Reha zuträglich ist. Für mich war es absoluter Ansporn, dieses Gerät. Und freue mich, dass es mir vorgeschlagen wurde. Ich konnte die Übungen zu Hause machen, wann immer ich wollte. Man hat keine Zeitvorgabe. Und wie gesagt, man hat einen Ansporn, etwas zu machen, da die Therapeutin das zu jeder Zeit zu Hause überwachen kann und auch sieht, wie gut man diese Übungen zu Hause ausführt und wie oft. Was ja manchmal nicht schlecht ist, also in diesem Fall natürlich sehr gut, da man vollkommen unabhängig sehr gute Therapieübungen zu Hause machen kann. Danke, dass ich dieses Gerät haben durfte. Würden Sie es weiterempfehlen? Ich würde es absolut weiterempfehlen, da es eine absolute Bereicherung des Reha-Ablaufes ist und man das Knie mit Sicherheit mehr bewegt, als man es sonst machen würde.